Und es gab viele Zweifler, die sagten, dieser Arthur Abraham im Vorfeld ist überschätzt. Er hat hier in der 9. Runde mit den klarsten Treffern des Gefechts eine deutliche Antwort gegeben. Auch in die nächste Runde, ja? Häng dich rein und halt deine Deckung hoch. Hörst du mich? Wir brauchen die Deckung. Und pass auf, wenn du einen Jab bringst, dann kommt ihm gleich der Gegenwehr. Pass auf die Rechte auf. Und dann bring die Fakes, mach die Finten. Und du siehst, dass seine Rechte kommen. Halt ihn auf Distanz. Also, und wenn er auf dich drauf zukommt, dann 2-3, die Kombination. Vielleicht wird Frau Tomana sehen, dass er jetzt nicht zu viel Tempo hier hineinlegen sollte, Arthur Abraham, denn German Taylor hat bewiesen, dass er sich noch einmal aus dieser schwierigen Situation befreien könnte. Er glaubt ja auch, aufgrund der Ringerfahrung, dass er, und da kann es keinen Zweifel geben, die besseren Boxer vor den Fäusten hatte, dass er nach wie vor hier einen kleinen vermeintlichen Vorteil gegenüber Arthur Abraham hat, aber auf den Ring und Punktzetteln müssten es im Moment 2 Runden sein, die Arthur Abraham in Front sind. Aber brauchen wir überhaupt Punktzettel? Reicht die Kondition von Taylor, die diesmal, und auch das können wir schon sagen, stärker ist als bei seiner letzten Niederlage gegen Frotch? Da wirkte er hinten raus in Runde 10 und 11 schon deutlich wackeliger. Beide Boxer atmen durch für den großen Endsport. Hier erst einmal in dieser 10. Runde. Die Nicklichkeiten, die Nackenschläge, die wir, und Tiefschläge, die wir eingangs gesehen haben, sind zum Glück vorüber. Abraham dreht sich weg, das darf er nicht tun, unter den Augen vom Mexikaner Garcia, der das Gefecht ganz gut laufen lässt. Das ist riskant, was Abraham da gerade macht. Aber er ist sich seiner Sache sicher. Versuche von Taylor ohne größere Wirkung. Der bessere Boxer hier in Runde 10. Wie schon überhaupt in der zweiten Hälfte dieses Gefechts, heißt jetzt Arthur Abraham. Und den einzigen wirklich schwereren Schaden, den wir in dieser 9. und 10. Runde zu beklagen hatten, das war, glaube ich, die Hose von Arthur Abraham, die hier, was sehen Sie jetzt, Tiefschutz auch gut zu erkennen, aufgerissen ist. Der Kampf hat sich gedreht. Arthur Abraham erstaunt die Fachwelt. Ach, Henry Maske. Ja gut, ich habe 2 Zähne genommen. Ich glaube aus der 8. und aus der 9. Runde. Eine von beiden zeigt im Grunde genommen die mittlerweile gewonnene Überlegenheit von Arthur. Und dann in der 9. dieser ziemlich klare Treffer. Hier muss man aber auch eingestehen, Taylor hat hier einiges weggesteckt. Und zeigt sich danach mutig, jedoch aber nicht mehr wirklich so überzeugt, dass er auch den Kampf gewinnen kann. Danach macht Arthur das geschehen. Und ich glaube, jetzt geht es darum, ihr wisst, die 3 Punkte oder 2 Punkte, ob er die letzten beiden Runden nutzen kann, auch noch durch K.O. zu gewinnen.
Unorthodoxe Schneiderarbeit von Malcolm Garrett, der die Hose hier mit Tape repariert. Der Cutman aus La Porte, Indiana. Übrigens der Mann hier am Ring mit den meisten Titelkämpfen. Über 200 hat der Malcolm Garrett schon betreut, war in weitaus schwierigeren Situationen als in dieser doch extravaganten Hosengestaltung beim Champion aus Berlin. Taylor nach diesem schweren Treffer aus Runde 9 so im Gefecht bleibt, unterstreicht, dass er die Vorbereitung auf die vermeintlich letzte große Chance in seiner Boxerkarriere ernst genommen hat. Die Tendenz war natürlich fallend. 3 Niederlagen in den letzten 4 Fights seines außergewöhnlichen Boxerlebens. Und es handelt sich um Niederlagen beim Boxen. Es ist nicht Fußball, man spielt Fußball. Aber beim Boxen ist eine Niederlage mehr als alles andere. Hier erfolgreich mit einem rechten Kopfhaken German Taylor. Und Arthur Abraham sammelt Luft für den nächsten Sport. Da können Sie sicher sein. Ist er schon. Auch da sieht man die Entwicklung von diesem Arthur Abraham, der 2003 seinen ersten Kampf am Nürburgring machte, damals in dieser ersten Phase auch oft eine schlechte Kampfeinteilung hatte gegen Hemden, gegen Gardner. Und mittlerweile weiß er eben auch, wie große Fights zu gestalten sind. Ist immer hier mit den härteren Händen zur Stelle, auch wenn ich Taylor noch einmal gerne attestieren will, dass er sich nach wie vor klasse in diesem engen Kampf hält, der auf den Punktzetteln aber im Moment einen Sieger kennt. Das ist Arthur Abraham. Die nächste Runde für Arthur Abraham. Und es gibt vielleicht noch einen Extrapunkt zu gewinnen für ein K.O. Letzter Junge, jetzt musst du smart rangehen, ja? Wir brauchen die Runde. Ordnung. Boxst du vernünftig, sag ich dir. Ja. Guck rein. Ein Schwenk. Guck mal her, da drin, wenn nicht. Schrägfrei zur 12. Komm her. Flug, Boxer. Flug. Noch 3 Minuten. In den Pound-for-Pound-Ratings bei ESPN ist übrigens in dieser gewichtsklassenübergreifenden Statistik der besten Boxer als einziger Deutscher unter den Top 20 Arthur Abraham. Da gibt es keinen Sturm, keinen Klitschko. Auch das interessant. Der Blick von der anderen Seite des großen Teiches auf diesen außergewöhnlichen Boxer mit der etwas außergewöhnlichen Hose heute.